Grüßt! Ja, heute habe ich mal wieder was Leckeres für euch. Blutpudding. Ich sage gleich vorweg, das ist nach Grabowski-Art. Man kann das Ganze auch mit Rosinen noch zusetzen. Das tue ich nicht. Ich mache die Dinger da drin nicht. Okay, was brauche ich für mich? Hier habe ich Schweinebacke. Die muss ich natürlich jetzt erst noch garen. Da ist auch noch kein Salz dran. Dann brauche ich Schweineblut. Etwas Mehl und ich nehme hier Hafergrütze. Die Hafergrütze muss ich dann natürlich noch mit Wasser einweichen, also in Wasser einweichen, damit sie richtig schön weich wird. Das zeige ich dann aber vorher noch. Jetzt geht es aber erstmal darum, dass ich die hier gare. Ich mache das immer so ganz gerne, so zwischen 85 bis 90 Grad lasse ich das Ganze vor sich hin köcheln, so circa eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und dann ist er auch soweit. Und wenn die dann erkaltet ist, dann muss ich dir den Würfel schneiden. So, ich habe hier noch ein halbes Stück Gemüsebrühe reingetan. Und dazu gebe ich jetzt noch einen Liter Wasser zu. Weil ich möchte dann gerne diese Brühe nehmen für meine Hafergrütze. So, hier ist meine Grütze. Die habe ich in Brühe eingelegt. Und die werde ich jetzt richtig schön zu einer Masse, breiigen Masse kochen lassen. Und wenn sie dann soweit ist, zeige ich sie euch. So, ich habe hier eine Eisenpfanne und hier habe ich jetzt meine Backe und ich habe ein bisschen Lauch genommen. Ihr könnt auch Zwiebeln nehmen, was ihr wollt. Das Ganze tue ich jetzt goldgelb anbraten. Und wenn das dann Ganze soweit ist, dann geht es weiter. So, ich habe jetzt hier mein Brei. Ist schon wieder ein bisschen fest geworden. Der kommt jetzt hier mit rein. Dann mein Blut. Könnt auch ein bisschen mehr nehmen. Ich schreibe da zwar das Rezept drauf, aber das muss nicht immer alles passen hundertprozentig. Ihr habt gesehen, dass ich die Backe angebraten hatte, die ja jetzt auch hier drin war. Dann kommen einfach meine Gewürze, die ich dazu abgewogen hatte, dazu. Und dem Ganzen noch etwas mehr Stabilität zu geben, dass es fester wird. Das Ganze, da kommt noch ein bisschen Mehl zu. Das könnt ihr auch so Pi mal Daumen nehmen. Ihr seht ja dann, wenn es jetzt noch nicht eine dickflüssige Masse ist, dann nimmt er eben noch ein bisschen dazu. So, und das Ganze kommt jetzt wieder in eine Form. So, das Ganze packe ich jetzt hier in eine Form rein. Und das werde ich jetzt dämpfen. Das ist jetzt nicht allzu viel, das ist ja auch nur für euch. Das muss auch nicht allzu lange. Das ist relativ dünn, die Fläche. Kleinere Form habe ich jetzt nicht. Reicht auch, ist okay. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie lange muss ich das Ganze jetzt garen? Es gibt da so eine Faustformel, das heißt pro Zentimeter. Das Ganze müsste natürlich noch etwas voller sein, wenn man das dann also schräg misst. Von hier, das sind ungefähr, sagt man 1. Von 1, also von einer Minute bis zu 1,25 pro Zentimeter. Das wären hier ungefähr 25 Minuten. Dann müsste das Ding mal etwas voller sein. Also ich schätze mal so eine Viertelstunde oder so ist das Ganze schon fertig. Ihr könnt das auch zwischendurch einfach mal nachschauen, wie die Masse dann aussieht. Und dann muss die ja noch abgekühlt werden, richtig, 24 Stunden. Und das mache ich jetzt auch erstmal. Ich gare das Ganze jetzt wieder in meinem Topf. Den zeige ich euch kurz. So, Deckelchen einfach ab, hier meine Schale rein und so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten schaue ich da mal nach, wie weit das Ganze dann gegart ist. Wie gesagt, das Ganze wird ja dann erst richtig fest, wenn es abgekühlt ist. Okay, dann bis dann. So, mein Blutpudding nach Grabowski-Art ist runtergekühlt. Ihr seht, das ist auch eigentlich relativ flach, das Ganze.
ist nicht ganz so voll, aber ich wollte euch das einfach nur mal kurz zeigen. Ihr werdet euch wahrscheinlich viel mehr machen. Ich werde das Ganze auch mal anbraten. Hier sieht man auch schön die Grütze. Das Ganze werde ich jetzt für euch auch extra nochmal anbraten. So, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen angebraten. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Und wie gesagt, meine Schweinebacke, die habe ich etwas kräftiger angebraten. In der Regel macht man das nicht, aber das ist immer so eine Geschmackssache. Einfach mal versuchen, selber herauszufinden. Ja, was kann man da noch groß zu machen? Vielleicht ein paar Kartoffeln dazu, Kartoffelbrei oder so einfach aufs Brot. Ich mache ja immer versuchen, meine eigenen Varianten zu machen und muss natürlich auch gucken, ob das Zeug dann auch schmeckt. Wenn es nicht schmeckt, dann zeige ich das gar nicht, aber schauen wir mal. Riechen tut's gut. Ist gut gewürzt. Ja. Viele von euch kennen das wahrscheinlich nicht, gerade nicht, gerade die Jüngeren, aber Älteren, die kennen wahrscheinlich Blutpudding oder Blutwurst, wie auch immer. Für mich ist es lecker. Macht's nach oder nicht. Ja, ich hoffe, meine kleine Ducke hat euch gefallen. Ich sage ciao, euer Micha. Wieselbutze. Ciao.